Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder Mild-Hybrid, Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Time for Crime an diesem herrlichen Freitag. Schön, dass ihr alle wieder mit am Start seid. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt eine tolle Woche gehabt und habt jetzt mit mir zusammen einen noch tolleren Start ins Wochenende. Würde mich natürlich sehr freuen und natürlich auch wieder über Feedback eurerseits. Natürlich auch ganz, ganz wichtig, wenn ihr Fallvorschläge habt, schreibt mir die auch gerne. Ja, über Instagram zum Beispiel time_forcrime. Da wisst ihr ja Bescheid, wie ihr mich erreichen könnt. Und dann warte ich da auf eure Fallvorschläge. Für euch heute wieder zwei Jane Doe bzw. John Doe Fälle dabei. Einmal so und einmal so. Das sind noch nicht wirklich so extrem lange her, die Fälle. Und wir sind natürlich auch wieder international unterwegs. Im ersten Fall geht es nach Großbritannien und im zweiten Fall dann nach China. Also seid gespannt. John Doe und Jane Doe Fall heute an diesem Freitag für euch dabei. Im ersten Fall heute geht es nach Großbritannien und da heißt der John Doe-Fall Forest Gate John Doe aus dem Jahr 2016. Es war nämlich der 29. April 2016. Da wurden Skelettreste gefunden und zwar in einer stillgelegten Fabrik in der Upton Lane in Forest Gate. Und zwar direkt, also diese stillgelegte Fabrik ist halt wirklich ein ganz, ganz großes Grundstück. 4 Stockwerke umfasst dieses Gebäude und sind halt natürlich da sehr, sehr viele, viele, viele verschiedene Räume dort. Es war so, dass die Leiche bzw. die Skelettreste, die gefunden wurden, in einem blauen Schlafsack gehüllt war und in dieser Fabrik begraben war. Der Leiche ist dann zu sagen, wie ich ja schon gesagt habe, in diesem Fall ein John Doe-Fall, dass sie männlich ist. Der Schädel wies einen Riss auf, also gab es wohl stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf des oder dieser Person gefunden. Wie ich schon gesagt habe, wurde die Leiche im Jahr 2016. Todeszeitpunkt soll wohl zwischen 2003 und 2006 gewesen sein. Also wirklich eine ganz, ganz lange Liegedauer hier. Also zwischen 10 und 13 Jahre Liegedauer hier in dieser Fabrik vermutlich. Ja, kann natürlich immer sein, dass sie natürlich noch umgebettet wurde, aber man geht jetzt erstmal davon aus, dass sie halt schon so lange dort liegt. Zum Alter bzw. zum Geburtsjahr ist zu sagen, dass derjenige zwischen 1971 und 1974 geboren wurde, also zu diesem Zeitpunkt zwischen 29 und 35 Jahre alt war. Man hat dann aber das Ganze wieder so ein bisschen raufgezogen auf 30 bis 45 Jahre. Und genau, das vor allen Dingen, also 30 bis 45, das ist natürlich wieder eine Altersspanne, kann man sich dann auch gut vorstellen, dass das dann auch so korrekt ist, wie die Mediziner das dann sagen. Die Leiche soll zwischen, oder der Gefundene soll zwischen 1,63 Meter und 1,73 Meter groß gewesen sein. Und im Schlafsack, habe ich euch ja erzählt, in diesem blauen Schlafsack, in dem die Leiche ja eingehüllt war, fand man Kautabak.
natürlich auch eine DNA-Probe entnommen und jetzt zu dem Kautabak. Da fand man natürlich ganz leicht durch die Marke heraus, dass es aus dem indischen oder vom indischen Subkontinent kommt. Diese Marke, dieser Kautabak, der dort dann hergestellt wurde, auch interessant, wie der dann da überhaupt reinkommt und was für ein Zusammenhang besteht das, ja. Blut wurde auch gefunden und da hat man natürlich sagen können, dass die Tat in der Fabrik speziell stattgefunden hat. Und es gab auch noch eine Gesichtsrekonstruktion. Und zwar wurde die erstellt von der Dundee University. Ja, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Es ist ja, wie gesagt, ein John Doe-Fall, immer noch ungelöst. Und ja, wenn man sich mal überlegt, dass die Leiche da 10 bis 13 Jahre schon gelegen hat, bevor sie dann endlich im Jahr 2016 gefunden wurde, ist es dann natürlich auch mit der Aufklärung schwierig. Da kann ich eins sagen, wir haben ja hier eine DNA-Probe, also ja, mit der neuesten, neueren Technik. Also es ist jetzt nicht so, dass 2016 nicht neuerbare Verfahrensweisen hatte, aber ne, es entwickelt sich ja trotzdem immer noch ein bisschen weiter. Und wie gesagt, das Ganze ist ja jetzt nur 8 Jahre her, seitdem die Leiche gefunden wurde. Und ja, hoffen wir mal das Beste, dass da ja zumindest eine, ja, einen Namen bekommt. Zumindest das erstmal. Und dann kann man weiterschauen, wer dann vielleicht aus seinem Umfeld oder Bekanntenkreis, wie auch immer, vielleicht ein Motiv hatte und so, ne? Da kann man sich das anschauen. Aber wenn man halt noch nicht mal weiß, wer die Leiche ist, ist es natürlich schwierig, dann in irgendeiner Form ein Umfeld, ja, zu interviewen, wie auch immer, ne? Aber das wisst ihr ja. Ansonsten würde ich jetzt mit dem zweiten Fall weitermachen. Da gehen wir jetzt nach China. Und der Fall heißt Qingshan Jane Doe. Und ist aus dem Jahr 2010. Auf jeden Fall gleich etwas hören, was vielleicht vielen von euch bekannt vorkommt. Da kommen wir gleich dazu. Und zwar starten wir einfach mal. Und zwar wurde am 30. März 2010 ungefähr um 8 Uhr morgens von Arbeitern des Eisen- und Stahlwerkes in Wuhan eine unbekannte Leiche dort entdeckt, und zwar in einem Flussbecken. Und da habe ich den Namen schon erwähnt, Wuhan. Und das kommt einem ja auch bekannt vor. Woher? Das wisst ihr genau, das brauche ich nicht zu erwähnen. Jedenfalls wurde diese weibliche Leiche dann in diesem Flussbecken von den Arbeitern gefunden. Durch die Liegedauer im Wasser war sie wirklich teilweise schon sehr zersetzt worden und war vor dem Auffinden oder vor der Auffindung ungefähr 5 bis 10 Tage schon tot. Das heißt, dass sie zwischen dem 20. März und dem 25. März 2010 getötet wurde. Also, wie gesagt, mindestens 5 Tage schon tot war. Nur noch die Beschreibung der unbekannten Jane Doe, die dort gefunden wurde, und mehr Informationen habe ich nicht. Also, sie soll im Jahr 2010 zwischen 15 und 25 Jahre alt gewesen sein, schlank und 1,57 Meter groß, hatte ein kleines Gesicht und schwarze, lange Haare, also ungefähr 30 Zentimeter lang sollen die gewesen sein. Was das bedeutet, ein kleines Gesicht, ist ja so relativ, ganz, finde ich ganz komisch, aber okay. Jedenfalls stand das in der Recherche so da, kleines Gesicht. Naja, sie trug einen mittellangen Trenchcoat in Schwarz und ein Hemd in Rosa mit der Aufschrift Chunru. Und einen BH mit Blumenmuster in Rot. Sie hatte einen blattförmigen Anhänger aus
Jade oder als Jade-Imitat, ein rotes Armband und drei kleine Glöckchen mit gelbem Ornament verziert. Und dann hatte sie noch einen Strassohrring oder Strassohrringe mit Mickey Maus drauf, und dort am linken Ohr nur, also Strassohrring mit Mickey Maus. Belohnung hier umgerechnet, zwei verschiedene Belohnungen. Einmal zur Identifizierung der Jane Doe und einmal zur Aufklärung der Tat natürlich dementsprechend. Das heißt, zur Identifizierung der Jane Doe wurde eine Belohnung ausgelobt von circa 636 Euro. Für die Aufklärung der Tat komplett gibt es hier eine Belohnung von 1.275 Euro, also circa, ja. Und ja, mehr habe ich zu dem Fall auch nicht. Also, ja, schwierig zu sagen. Relativ junge Frau, das kann man sagen, dass sie ermordet wurde, in diesem Flussbett lag, schon mindestens 5 bis, aber bis zu 10 Tage schon tot war. Und ja, teilweise zersetzt war. Ansonsten gibt es da nur noch zur Kleidung was zu sagen, zur Größe und so weiter. Aber alles andere ist halt ein großes Fragezeichen. Meine Lieben, das war jetzt der Fall aus China, also auch nicht so lang. Aber trotzdem finde ich das mal interessant, auch gerade wenn das so Länder sind, die wirklich von hier aus gesehen wirklich sehr, sehr weit weg sind. Ist immer interessant, was da so abgeht. Und ja, aber wie gesagt, wir haben da ja keine Möglichkeit, da irgendwas ausfindig zu machen. Ja, bin gespannt, ob da noch irgendwas kommt, auch von diesem Fall. Ansonsten würde ich euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende wünschen. Ja, passt alle auf euch auf, bleibt gesund natürlich und dann hören wir uns natürlich, sage ich es nochmals, ganz sicher am Dienstag wieder, wenn ihr mögt. Und ansonsten könnt ihr auch gerne noch mal ein bisschen bei meinen anderen Folgen stöbern, wenn ihr da nicht genug bekommt und am Wochenende noch Lust und Zeit dazu habt, dann hört doch da gerne mal rein, würde mich sehr freuen und natürlich auch ein Feedback von eurer Seite, würde mich auch freuen. Ja, dann würde ich, wie gesagt, euch jetzt ins Wochenende entlassen. Macht es gut, passt auf euch auf und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Immer ganz vorsichtig sein. Ja, gerade in der heutigen Zeit. Man weiß ja nie. Und ja, macht es gut. Bis zum Dienstag. Ciao. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.